sperren. Ja, die Brücke in die Waage bringen. Das ist ja kein Problem damit. Schon wieder. Da ist der blöde Stift mit einfach nur mit der Mahn kommen. Das ist ja klar, das ist der Stift. Unglaublich. Kann der Stift nichts für? Nee. Aber die Mahn kommen. Ja. Den man gar nicht hört. Thank you.
Ja, hier kann man doch hier alles schön rausschneiden, oder? Jupsala. Hecklastig. Das ist halt der Land Rover, ne? Das ist eine Land Rover. Oben drauf. Das ist jetzt gefilmt vor allen Dingen. Morgen auf YouTube zu sehen. Oh, er hat voll die Löcher da reingebohrt, der Arsch. Schieb mal weiter vor, schieb mir auch noch rein. Schieb mir mal vor. Der macht mich Messer. Kann er auch mal zu heulen. Ja. Da ist er. Oh ja, das kann ich auch. Oh, weil er. Was ist denn? Junge, ich kann nicht. Mit dem Schieb. Gas recht. Gas recht. Habe ich mich schön verkauft, ne? Habe ich mir einen schönen Hambi gekauft. Oh, Vorsicht, Äste. Ja. Habe ich mir schönen Hambi gekauft. Ja? Und was habe ich gekriegt? Die 1:18 Größe. Ja. Jetzt habe ich einen Losi zu Hause, einen kleinen. Wenn man hinter so einem Lärm herfährt, dann sieht man eigentlich immer nur Feldbrocken hin und her fliegen, weil. Boah, was ist hier los? Hallo, was ist denn hier los? Alle in die Schule hier rein. Ja, Jungs, noch eine Runde. Warte, Lenny, warte. Ja. Oh, Mann, ey. Vero, fahr mal schön zurück. Noch eine Runde, Mosch. Mehr Mosch ist nicht? Ja. Ja, Rosi. Das ist kein Geländeauto. Nein, das ist kein Geländeauto. Das ist ein eisiger Vorsatzkarren. Guck mal hier! Alle voller Sauben! Letzte Löcher wieder gebohrt. War der Gang, ne? War der Gang und dann. Ja. Mit dem Rauch aus dem. Oh oh. Zurück. Okay, bringt dir nichts. Danke für den Versuch. Ja, erstmal wieder wegkommen. Wenn du dann hingehst, kannst du unser Auto auch noch mit aufrichten. Ja, aber ich gehe nicht hin. Danke, Janik, jetzt hast du Pech gehabt. Jetzt musst du mal runter. Komm, die Punkte her. Und noch runter da. Schau doch da hinten raus. Kommst du wahrscheinlich gleich da raus. Kann ich jetzt auch nichts machen. Was soll ich jetzt tun? Deiner Meinung nach? Nee. Dein Auto. Dafür ist da extra jeder Weg da. Ich kann mal da eben reingehen. Dankeschön. Das wird nicht. Ist mein Tier mit 200 runter? Ja. Hallo?
das Original oder hast du was gemacht? Ja, ja. Also modifiziert für Bodenfreiheit. Ja. Machst du Motor? Ja, das war mal von 55 Tonnen. Und hast du eine Aluplatte drunter gebaut? Nee, absolut. Also, wie hast du die Bodenfreiheit? Nö, okay, einmal an den Querlenker ein bisschen so bearbeitet und so. Schön weich in der Federung halt. Ja. Aber auch der Schreck, der ist Kiddeli. Ich würde lassen, reichen wir fahren. Ja. Sehr schön. Ja, hätten. Okay. Wollen wir alle zusammen noch mal eine Runde durch die Zecken drehen laufen? Oh ja. Frei? Ja, ne? Fahr doch mal da runter und versuch mal da durchzukommen, ohne in Feist zu fallen. Ja, ich bin da auch durch. Ja. Guck mal, so einer da runter und hier unten nochmal durch. Ja, der hat nur Sinn dabei. Hast du beide geprüft? Nö, rückwärts geht, aber das geht ja jetzt, der Bengel hinter mir. Das geht ja erstmal nicht weg, also bleibe ich erstmal stehen. Ich meine, da bist du das, aber nicht im Fall. Tschüss! Olli, beweg dich! Kann man da jetzt überhaupt noch langfahren? Ja, von oben nach unten. Na, hoffentlich filmt das keiner. Ups. Weißt du, warum du eigentlich mehr hochkommst? Weil deine Reifen nass sind. Und weil da so viel Dreck auch noch ist. Und deswegen kriegst du durch. Wenn das trotzdem gewesen wäre, würdest du auch noch hinkommen. Ich häng jetzt voll auf.
Dann mache ich dir nur den Lackspot. Kriegst du das auf? Kriegst du das auf? Komm nicht weg. Der Verräter fängt voll in der Luft. Ja. Ja, ich hab da mal eine Fährte auf. Ja, der kann auch frei hängen, das macht nichts. Okay. Dass da noch mehr Autos sind. Das tut ja gar nicht mehr mit. Ja, Nicole, das ist ja alles aus der Kamera, ne? Macht ja nicht. Ja. Vor allem, wenn du noch zwischen der Achsen hast. Ja, dann sieht man schön drauf aus. Richtig plötzlich die Auto, die da ist. Ja, kommt gerade hoch. Ja, ich bin mit dem ARD. Ich habe mit dem Gefahr. Schön hinten Rambler, Nicole. Oh. Schön über die Kamera gerumscht. Ja, das habe ich eben auch gemerkt. Das sind Warnweise von Bernd Korowski Modellbau. Dann musst du Eisenbahn fahren, also da brauchst du keinen Vorwiderstand für. Olli, fahr jetzt! Die kannst du von 3 bis. Die kannst du bis 3 bis 18 Volt, glaube ich, ohne Vorwiderstand anschließen. Einfach voll genial. Einfach so, wie eine Glühbirne und halt warm halten. Ja. Und in der Mitte, das sind Einbackdinger aus dem Elektronikladen, mit denen halt verbinden kann. Und die
Okay. Hast du nicht gesagt, Nicole passt da durch? Mhm. Wohin? Links, rechts? Ich sehe nichts. Und jetzt gerade.